Mann. Was denn? Oh, da sind schon 1000 Leute dabei, Alter. Das ist amazing. Das ist halt gute Zeiten, 16 Uhr, alle arbeiten. Hallöchen, Hallöchen. Morgen. Moin. Ich warte mal, bis wir 1000 online sind und dann können wir starten. Ich wollte mal heute mit euch zusammen Burger basteln. Heute ist Samstag, Junge. Ja und? Hallöchen. Ja, auf jeden Fall wollte ich mit euch einen Burger basteln. Heute mal auf dem Gasgrill. Ja, die Fleißigen arbeiten auch samstags. Hier habe ich schon die Plancha bereit und hier liegt schon so ein bisschen Kram parat. Hier Burgerglocken, Patties, Patty, Buns, Salat und Käse und der Krempel ist noch drin. Weil es zu warm ist, schmilzt mir sonst weg. Genau. Die Guten, die nicht grillen. Ja, gut. Ich gebe mal kurz die Kamera weiter. Und dann starten wir. Alles klar? Super. Hier, ich wink nochmal zurück. Ich wink nochmal zurück. Alles klar. So. Halt mal eben. So. Ja, also auf den Grill. Ja, die Grillplansche. Die habe ich, also man muss es zwar nicht, aber ich brenne die halt immer ein. Es ist zwar Edelstahl, wäre jetzt nicht notwendig gewesen, aber ich brenne sie immer ein. Die ist nämlich neu und deswegen gehe ich heute live. Wir weihen die zusammen ein. Dann haben wir hier zwei Burger Patties, die sind zwar gefroren, aber... Dazu gibt es Bacon. Wir bauen zusammen einen Bacon Cheeseburger. Wenn ich die Sonne habe, werde ich mal wieder aufhören. Dann hab ich grad schon. Ja, das ist super. So, den Bacon, den toppen wir ein bisschen. Ich habe hier Horny Bacon Wrap aus Dänemark von Bömsen. Könnt ihr mal vorbeischauen. Hier, Bömsen, dänischer Blogger. Und da knallen wir einfach mal so auf den Bacon drauf. Könnte geil werden, karamellisiert dann so ein bisschen. In erster Linie behält der Bacon dann seine schöne lange Form und zieht sich nicht so zusammen. Und schmecken wird es natürlich auch gut, hoffe ich. So, einer fragen. Du musst mir berichten, ich kann das nicht sehen. Hola, hola. Sidman. Ja, für die, die neu dazugekommen sind, wir machen heute einen kleinen Burger. Bacon Cheese. Der Bacon wird so ein bisschen karamellisiert. Und dann kommen da noch ein paar geschmorte Zwiebeln drauf.
Genau. So ist der Plan. Okay. Ja. Drehen wir mal die Kamera hier. Night Serap. Sup, Guy. Andreas ist auch am Start. Post. Wen haben wir denn hier alles? Ich muss mal kurz hier die Lage checken. Pit-Brudis. Moin, Jungs. In about 10 minutes, I'm ready and you can join, bro. I'm going to make some bacon cheeseburgers with caramelized bacon. Dazu haben wir einen Brioche-Bun, das packe ich schon mal hier oben hin. Kann das schon mal ein bisschen anknuspern. Die Sonne stört ganz schön, oder? Wie ist denn das Bild? Ist das von der Qualität her gut? Bis auf dass die Sonne hier so ein bisschen blendet? Das ist immer gut zu wissen. Ich bin ja nämlich nicht zu Hause, sondern bei den Schwiegereltern. Ja, die Sonne ballert. Aber mega Wetter, oder? Bei euch auch? Zieht euch das an? Hallo? Ja. Traumhaftes Wetter, oder? Dann habe ich mal eine Frage in die Runde. Und zwar, wie oft wendet ihr Burger Patties? Kurze Fangfrage, haut raus. In Hamburg fängt es an zu regnen. Ich habe gehört, das kommt da öfter vor, Andreas. Richtig, einmal, genau. So. Wieso zweimal? Schwarzwaldgriller sagt zweimal. Wieso zweimal? Wattenbarbecue auch zweimal. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Erklärung. Anna guckt auch zu. Hallo Anna. Ja, okay. Ich bereite meine Burger meistens auf einer Plancha zu, weil ich finde es erstens entspannter, da kann man immer alle Zutaten gleich auf eine Plancha schmeißen, Zwiebeln, Bacon und alles was dazugehört. Und auf der Plancha einmal, genau, aber auf dem Grillrost zweimal, das kommt hin, ja. So, ich gebe mal kurz wieder weiter. Probieren wir den Bacon hier mal zu wenden. Ja, ich löse den hier erstmal so ein bisschen. So. So sieht der jetzt aus. Der ist mit dem Rub. Also der Rub besteht halt hauptsächlich aus Zucker geträufelt. Und so wie er jetzt ist, wandert er hier hoch. Zum Nachziehen. Das machen wir bei dem Kunden hier auch.
Wir brauchen eine höhere Plansche hier. Ja, ich steck drunter. So. Ja, gut. Macht hier ganz schön an wegen dem Zucker. Aber das ist nicht schlimm. Mein Plan ist aber aufgegangen. Der Bacon hat zum größten Teil seine Form behalten. Und so liebe ich das. Ich kann es halt nicht ab, wenn der Bacon sich immer so zusammenzieht. Sieht halt schöner aus. Aber der kommt jetzt hier hoch noch. Kann er noch. Also der nächste Kumpel. Zack. Also wenn man sowas macht, dann ist es halt immer von Vorteil, wenn man einen relativ dicken Bacon hat. Also wenn die Streifen quasi dick geschnitten sind, wer fragt was, der Bacon kannst du auch noch über den Rost oben überhängen, dann klebt er nicht. Ach, es geht ganz gut so. Hier nochmal. Und ich sag euch, Freunde, das kommt mega gut. So. Wenn wir die Döner fertig machen. Zack, Nummer 1. Nummer 2. Kommt jetzt ein bisschen Rub drüber. Hier, Mad Cow, ebenfalls aus vom Dungeon. Extra Rub verwendet. Gut was drüber bollern. Hier kommt jetzt Käse rüber. Der gute Cheddar. Hausregel bei mir immer anderthalb Scheiben pro Patty. So. In der Zeit, wo der Käse so ein bisschen schmort, habe ich hier ein paar Zwiebeln. Die haue ich jetzt hier mit auf die Plancha. Eine Sekunde. So, und damit die nicht so langweilig sind, haue ich da jetzt noch so ein bisschen Flame Roasted Paprika Soße drüber. Das kurz hier so ein bisschen rumschmoren. Habe ich hier noch zwei Burgerglocken. Eigentlich nicht notwendig bei einem geschlossenen Grill, weil wie gesagt, die Hitze verteilt sich ja trotzdem. Ist immer praktisch, wenn man auf einer Plansche grillt, ohne Deckel oder halt auf einem offenen Grill. Aber ich haue sie trotzdem rüber, dann geht es schneller. So. Ja, die passen hier gar nicht nebeneinander, ich hock's. So. Er fragt. Keine. Jetzt noch eine Glocke drüber. Genau. Ja, ich lese mal erst ein bisschen später, weil meine Frau das Handy hält. Du kannst es mir auch vorlesen, Schatz. Hm? Ja, mach mal kurz den Deckel zu. Obwohl die Patties, ja. Die Patties habe ich jetzt schon oben dran gelegt. Die haue ich gleich nochmal auf die Plansche. Dann kriegt ihr immer noch so ein bisschen Soße von allem ab. Fleisch, Käse, Zwiebeln. Alles, was noch drauf lag. Und ja, dann wird das super. Boah, ist mega heiß, das Handy. Wen haben wir hier noch? Doppelt. Das ist doppelt, doppelt. Wer ist hier noch am Start? Da geht noch was. Wo geht noch was?
Beim Käse jetzt oder fleischtechnisch? Ja, Prost. Mehr geht immer. Ich finde die Kruste auf Burger Patties ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil, ja, das kann mir keiner sagen, dass er jetzt schmeckt, ob da eine geile Kruste drauf ist oder nicht. Es kommt eh ordentlich Käse drüber, dann ordentlich Schmatze, Soße und hast du nicht gesehen. Und im Endeffekt schmeckt man das nicht, ob da jetzt die brutalste Kruste ist. Also beim Steak kann ich es verstehen, da ist eine Kruste echt Pflicht. Aber bei Burger Patties, es gibt auch, also gesmokte Burger Patties können auch mega geil sein, schön mit Käse gefüllt. Aber Käse ist zu wenig. Nee, also für mich genau richtig. Zu viel Käse ist auch immer so. Ja, der Fleischgeschmack soll nicht verloren gehen. Grill, Smoke and Chill. Was geht ab, Digga? Alles gut? Saftig müssen sie sein, genau. Bringt nichts, wenn sie Kruste haben und trocken sind wie, weiß ich nicht. Marcel! So, wir gucken mal einen Grill. Hier haben wir die Zwiebeln mit der Flame Roasted Paprika Soße. Kann man übrigens auch perfekt selber machen. Indem man die Paprika mit Schale in die Glut legt, sodass die Schale quasi schwarz ist. Dann packt man das Ganze für 15-20 Minuten in eine Tupperdose. Und dann lässt sich die Haut ganz geil abziehen und das schmeckt mega als Soße, bisschen Würzen. Ein bisschen Dampf aufhängen. Dann machen die Patties. Das heißt ja. Ein bisschen, ne? Guckt euch das an. Das ist der Oberhammer. Da sieht man gar nicht wegen der Sonne, ja? Alles klar, dann geht's auch schon ans Zusammenbauen. Wir schmoren noch einmal kurz die Burger Patties an. Die Burger Buns. Hier in der Ecke passt noch eins. Und hier vorne hin. Und hier noch schön auf die Zwiebel mit der Soße. Ich mag das immer, wenn da ein bisschen Schmatze dran ist. Dann brauche ich nicht so viel Soße. So, alles klar. Einen. Wir bauen ihn gleich hier zusammen. Das ist das beste Licht, oder? Super. Ja. Geh mal ran. Besucher. So. Alles klar. Also unten Mayo. Ist sie noch zu, oder? Das läuft ja heute hier. Hier ab, Alter. Was ist denn das? So, jetzt aber. Mayo. Man lacht mich jetzt nicht aus, ich bin, was Burger bauen geht, sehr penibel. Vielleicht kommt es nachher in der Kamera nicht so rüber. Oder im Live. Aber gibt natürlich noch ein Foto später. So, der Grill kommt schon mal aus. Hier haben wir die Zwiebeln mit der Soße. Ich sag's euch, das ist der Oberhammer. In Kombination mit dem süßen Bacon gleich. Das wird klasse. So, dann kommen hier unten ein paar Zwiebeln hin.
Okay. Wer fragt? Kriegen wir hin, Anna. Können wir machen heute Abend. So, dann kommt hier Gerät Nummer 1 drauf. Oh, geil. Der ist auf jeden Fall gut knusprig. Eine Scheibe Bacon. Und noch eine Scheibe Bacon. Oh, ich breche das hier mal ab und hau das hier oben drauf. Dann haben wir hier Gerät Nummer 2. Oh, das ist überhaupt nicht heiß. Dann kommen wieder Roasted Paprika Zwiebeln oder wie man sie auch nennen mag. Ich glaube, da könnte ich ein Rezept draus machen. Roasted Paprika. Geschmorte Roasted Paprika Zwiebeln oder so. So. Jetzt kommt der Bacon hier. Wie viel Tausend gucken zu? 300.000. So, und zum Schluss, das heißt zum Schluss, auf die Oberseite kommt noch ein bisschen Roasted Paprika drauf. Mal einen Löffel. Hatte ich denn den Löffel? Nein? Nope. Nämlich die Grillzange. Noch ein paar Zwiebeln dran, passt ganz gut. Käse auch. Wenn einer was fragt, sagt Bescheid, ne? Das ist immer blöd, wenn man nicht antwortet. So. Und dann kommt das Gerät da so drauf. Ja, und dann schmecken lassen halt, ne? Ich muss mal selber gucken, wie das durch die Kamera aussieht. Naja, nicht schön, aber der wird schmecken. Jo. Das war's eigentlich auch schon. Ich wollte nur mit euch einen Burger bauen. Und ja. Jetzt werde ich gleich noch ein Foto machen. Und hoffentlich wird das Foto was. Und dann. Hier ist noch Bacon. Karamellisierter Bacon. Das ist besser als Karamellbonbons, ich sag's euch. Und hoffentlich wird das Foto gut und dann werdet ihr das auch im Feed sehen. Hey, ich wollte erst ein Foto machen. Pass auf, ich mache jetzt ein Foto und dann beiße ich nochmal ab, okay? Ich hol kurz Kamera, warte. Hey, die spritzende Mayo hat er gesehen, Schatz. Die ist meiner Frau ins Auge gespritzt. Habt ihr das auch schon geschafft? Ja, warte. Sarah, hältst du die Kamera? Ehre, Bruder. Ja. Kannst ja. Da dürft ihr jetzt live dabei sein, wie Grillaholic seinen Burger fotografiert. Der Salat, der läuft nicht mit aufs Bild. Nein. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Spielzeug. Ist meins. Mit Kokoswolle.
noch kein Stativ drin, das geht auch nicht. Kannst du das sein lassen, bitte? Er ist auf Auto gestellt, wer macht denn sowas? Fühl mich nicht so dolle. Geh dir doch lieber am Grill oder so. Okay, perfekt. Okay, Moment. Wir haben es gleich. Ich zeige euch gleich das Bild. Ob du dem Burger einen Antrag machst. Ja. Natürlich. Stinke ich oder Burger? Warum ist das so? Jetzt aber. Er fragt da irgendwas? Geht gleich weiter, Freunde. Soll dir auf den Arsch hauen mit der Klatsche? Nein. Das ist ein Langweiler. Mach ich. Warte. Sieht man den? Na gut, da muss ich jetzt reinbeißen. Ja. Lass mich doch mal lesen. Dreh dich mal um. Ich möchte es lesen. Du musst dich umdrehen. Nein. Doch. Alles klar. GG Grillen, seid ihr noch da? Ja, wir sind hier alles bei. Gucken noch zu. Ja, dann hau ich jetzt rin. Great shot. Hier. Ja, du musst die Kamera noch drehen. Ja, gut, ne? Muss ich mal drehen. Das ist der Beweis, dass diese Maulsperren auch was taugen. Let's fetz. Boah, das ist urheiß. Okay. Danke fürs Zuschauen. Wir hören uns und sehen uns. Mach aus. Auf X.